Ja, schön, dass Sie wieder zurück sind. Herzlich willkommen zum Nachmittagsblock, zum ersten Nachmittagsblock in unserem Innovation Day. Es freut mich unheimlich, Ihnen Najat Mesaoud von Microsoft mit der Keynote zu präsentieren. Und ich freue mich mit mir auf den Vortrag, wie Microsoft auf Daten schaut und wie Microsoft uns fit machen möchte für die Zukunft, um mit Daten noch besser arbeiten zu können. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam auf der virtuellen Bühne Najat Mesaoud und Ihre Einblicke in Daten bei Microsoft. Ja. Najat. Ja, hallo, danke für die herzliche Begrüßung. Freut mich wirklich sehr, heute hier zu sein. In meiner Funktion als Verantwortliche für das Microsoft Azure Business bin ich heute hier und habe die ehrenvolle Aufgabe, zu euch, zu Ihnen zu sprechen, nicht nur über die digitale Transformation an für sich, vor allen Dingen aber auch darüber, welche Rolle Daten dabei spielen. Wie gesagt, mein Name ist Najat Mesaoud und ein Hallo hier aus Aachen, aus meinem Homeoffice. Doch gleich an. Wenn wir eins aus der noch bestehenden Pandemie gelernt haben, dann ist es das, dass gar kein Business da draußen und keine Branche da draußen immun gegen plötzliche Veränderungen ist. Und wir haben noch weitere Disruptionen und deren Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, wie Folgen des Klimawandels, also jüngste Flutkatastrophen, die wir gesehen haben, aber auch vor allen Dingen auch Fachkräftemangel, den es in unserer Industrie insbesondere gibt, von denen uns aber auch unsere Kunden vielfach berichten, aber auch die Deglobalisierung, wo wir doch in Deutschland massivst auf Exporte angewiesen sind. Was wir aber auch in dem Zusammenhang der Disruptionen und der Pandemie gelernt haben, ist, dass gerade jene unserer Kunden im Endeffekt besser ausgerichtet sind, auf Störfaktoren wie die Pandemie zu reagieren, die bereits auf ihrer digitalen Reise weiter sind und schon bereits heute aus den Daten wertvolle Insights und vorausschauende Signale ziehen. Und die eben genannten Share-Faktoren zwingen tatsächlich heute jedes Unternehmen und jede Branche, sich neu zu denken und auszurichten. Und ein Großteil dieses Übergangs besteht tatsächlich darin, die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden, aber auch mit ihren Mitarbeitern interagieren, die Geschäftsprozesse ausrichten und vor allen Dingen, wie die Daten und die Intelligenz genutzt wird, aber auch vor allen Dingen von den eigenen Mitarbeitern. Laut IDC werden bereits schon nächstes Jahr, also schon 2022, rund 65% des europäischen BIPs, also Bruttoinlandsproduktes, aus digitalen Services und Produkten kommen. Damit ist tatsächlich das Data oder das digitale Zeitalter eigentlich nicht mehr rückgängig zu machen. Und wir sprechen hier nicht mehr von einer digitalen Zukunft, sondern tatsächlich von einer digitalen Gegenwart. Dabei verdoppeln sich die Datenmengen alle 2 Jahre und bis 2025 soll die globale Datensphäre tatsächlich 175 Zettabyte erreichen. Und speichert man diese dimensionalen Daten auf herkömmliche Datenträger wie ein DVD und stapelt man diese, dann ist es tatsächlich so, dass man damit eine Entfernung von hier, also von der Erde bis zum Mond, 23 Mal übertrifft. Ja? Die heute in Unternehmen gelagerten Daten sind ungefähr im Pari mit dem, was Endnutzer heute an Daten produzieren. Und in 2025 sollen im Endeffekt 80% der generierten Daten, also 80% der 175 Zettabytes, sollen tatsächlich dann von Unternehmen gelagert werden. Ja? Das heißt, im Endeffekt, diese Gesamtmenge wird bei Unternehmen nicht nur generiert, sondern halt auch dort gespeichert.
Was uns dann natürlich zur Managbarkeit der heutigen Datenschätze, aber auch vor allen Dingen der künftigen halt bringt. Und wenn Sie heute nichts tun, um Ihre Daten zu strukturieren, die zu verbinden und einen Mehrwert aus ihnen zu schaffen, dann wird es tatsächlich immer schwieriger, damit anzufangen. Denn Daten, wie wir eben gesehen haben, werden kontinuierlich weiter wachsen durch Umstände wie IoT und Smart. Alles, ja, smart alles in der Tat. Und diese digitale Gegenwart erfordert auch die Beantwortung von fundamentalen Fragen wie, welche Daten habe ich überhaupt oder sind da? Wie compliant sind die? Wer kann darauf zugreifen? Und vieles mehr. Um Antworten auf diese Frage zu bekommen, können wir natürlich als Microsoft helfen, weil wir selber als Microsoft im Endeffekt unser gesamtes Geschäftsmodell auf links gedreht haben und wir auch tatsächlich unser Legacy-Business noch mit uns tragen und trotzdem halt ja, für die Zukunft uns ausgerichtet haben, um unser neues Businessmodell zu unterstützen. Und deswegen haben wir ein Framework entwickelt, wie gesagt, basierend auf unserer eigenen Transformation, das sich Digital Feedback Loop nennt. Und hier geht es tatsächlich darum, ein Herzstück aufzubauen mit Data und AI, der den Datenkreislauf im Endeffekt rund um Kunden, Prozesse, Mitarbeiter und Produkte zusammenbringt. Und daraus resultierende neue Erkenntnisse dann weiterhin kontinuierlich genutzt werden, um im Endeffekt das Businessmodell, die Businessprozesse, die Produkte, die Art, wie wir mit Kunden zusammenarbeiten, zu justieren und nach vorne auszurichten. Und dabei reicht es natürlich nicht, nur die Datenschätze miteinander zu verbinden, sondern es geht wirklich darum, übergreifende Datenstrukturen mit moderner Datenarchitektur aufzubauen, die dann wiederum mit intelligenten neuesten Applikationen verbunden sind, die es dann erlaubt, die Datenschätze aus Silos zu heben und diese universell auch für andere Anwendungen und vielleicht sogar für ein Ökosystem und für Partner zugänglich zu machen und ihre Endkunden sogar zugänglich zu machen. Und anhand von zwei Beispielen, die ich mitgebracht habe von Kunden, die im Endeffekt auch aktuell von den Disruptionen betroffen sind und darauf ihre ganz eigene digitale Feedback Loops geschaffen haben, möchte ich Ihnen gerne heute vorstellen. Und zwar geht es hier konkret um den Einzelhandel oder die Verbrauchsgüterbranche sozusagen, die heute kaum mehr ohne personalisierte Kundenerlebnisse und Angebote, die im Marketing, Online- und In-Store-Vertrieb verankert sind, aber auch im Merchandising verankert sind, können kaum mehr ohne dem bestehen. Runtastic, eine Tochter der Adidas, konnte hier ganz konkret durch den Einsatz von Data Cloud-Lösungen mit intelligenten Apps diese personalisierten Kundenerlebnisse und Produktentwicklung durch Informationen, die sie über die individuellen Trainingspläne, Lifestyle und Gewohnheiten der einzelnen Kunden, der einzelnen Nutzer aufbauen, nutzen, um auf der Basis im Endeffekt neue Innovationen voranzubringen, die Kunden wirklich wollen, um damit natürlich auch die Kunden an sich zu binden und ja, langfristig an sich zu binden. Aber auch die Manufacturing-Industrie ist im Wandel. Hier ganz konkret, Lieferketten werden immer komplexer, die Nachfrage nach nachhaltigen produzierten Produkten steigt, während sich aber auf der anderen Seite Regularien und Bestimmungen stetig verändern. Daher muss die Manufacturing-Industrie stets innovativ, aber auch die Business-Prozesse kontinuierlich optimieren und ihre Produkte dort mit vernetzen, um effizient, aber auch um relevant zu bleiben. In diesem konkreten Fall geht es um Festo, die den Herausforderungen entsprechend vorbeugt, indem sie eine digitalisierte Automation vorgenommen haben anhand der kompletten Wertschöpfungskette, also sprich von der Produktion, dem Shopfloor bis hin zu dem Produkt und Service, den Sie an die
Kunden rausgeben. Ja. Was damit erzielt wird, ist natürlich minimale Stillstandzeiten durch präzise Vorhersagen, die man dann hat, gerade was den Wartungsbedarf der Anlagen angeht. Aber was man auch darüber hinaus macht, ist natürlich zu schauen, was wird wirklich auch anhand der Signale, die man bekommt, auch an Innovation in die Produkte reingebaut. Und so versucht natürlich die Festo heute, ihre 300.000 Kunden über 35 Branchen hinweg in mehr als 167 Ländern im Endeffekt weiterhin zu bedienen und ihnen elektrische und pneumatische Antriebslösungen anzubieten. Und nicht von geringer Bedeutung sind natürlich da die Datenverfügbarkeit global und die Datensicherheit. Ja, das sind die obersten Gebote tatsächlich dabei auch. Und auch hier setzt Festo nicht nur was die Skalierung angeht und der Leistungsfähigkeit der Technologien, die wir dort anbieten, sondern aber auch gerade der Bereich Datensicherheit, Datenresidenzmöglichkeiten, genau. Auf unserer Azure Cloud-Plattform. Viele der Mehrwerte von datengetriebenen Unternehmen sind tatsächlich auch industrieübergreifend und betreffen jedes Unternehmen. Hier haben wir eine Studie mit dem Harvard Business Review gemacht, mit unseren Kunden tatsächlich. Und diese Studie hat tatsächlich auch gezeigt, ganz klar gezeigt, dass jene Unternehmen, die datengetrieben sind und weiter gehen als einfach nur die Vernetzung der Daten, daraus im Endeffekt Umsatzsteigerungen durch halt natürlich Kundenzufriedenheit generieren konnten, aber auch tatsächlich durch eine schnellere Markteinführung. Doch was ist der Weg zum Erfolg? Und hier würde ich auch gerne nochmal auf unsere eigene Transformation zurückgehen, wir als Microsoft. Und hier haben wir, wie gesagt, viel Erfahrung tatsächlich über die letzten 10 Jahre aufgebaut, aber auch tatsächlich in der Zusammenarbeit mit unseren vielen Kunden, die auch von uns gelernt haben und mit uns gelernt haben, haben wir tatsächlich hier zwei Schlüsselfaktoren, auf die wir gleich nochmal im Detail eingehen wollen. Das eine ist tatsächlich Datentechnologien oder Fähigkeiten oder Möglichkeiten oder ein Datenfundament, das gegeben sein muss. Und das andere ist tatsächlich dann noch eine datengetriebene Kultur in einem Unternehmen zu etablieren. Und lassen Sie uns die zwei Punkte noch mal genauer anschauen. So. Wie gesagt, wir verstehen vielleicht besser als jeder andere Cloud-Anbieter da draußen, was es braucht, um die Fragen und Herausforderungen zu meistern, die auch Sie heute meistern müssen. Dabei sind wir durch folgende Säulen durchgegangen. Ganz wichtig war tatsächlich einmal, unsere Datenlandschaft aufzunehmen, zu analysieren, zu modernisieren und darauf basierend eine übergeordnete Datenstruktur aufzubauen. Der zweite Pillar war dann der Einsatz von, weil wenn wir über Datenlandschaften reden, dann reden wir automatisch natürlich auch über Applikationen, die da dran hängen. Auch zu schauen, welche Applikationen müssen eine Modernisierung durchlaufen. Und dort haben wir massivst auf Cloud-Native-Strukturen, um auch hochskalierbare Anwendungen aufbauen zu können. Und setzen dort auf cloud-nativen Architekturen. Also zweiter Pillar. Der dritte Pillar ist dann im Endeffekt wirklich eine leistungsstarke Analytics- und Insights-Plattform, also BI-Plattform, aufzubauen, um natürlich die Demokratisierung von Daten halt auch an alle Knowledge Worker und Nicht-Knowledge Worker weiterzugeben. Und daraus halt Insights direkt in Actions überführen zu können. Ganz wichtig natürlich der Einsatz von AI. Ja,
ganz, ganz wichtiges Thema bei uns. Wir sind tatsächlich innerhalb unserer eigenen Transformation durchgegangen und haben überall in alle Line of Businesses, aber auch in alle Geschäftsbereiche. Wir sind ja natürlich auch eine Holdinggesellschaft bei der Microsoft. Wir sind natürlich ein Cloud-Provider, haben dort auch verschiedene Cloud-Angebote. Wir sind aber auch ein Produzent. Wir hatten auch mal eine Retail-Sparte, sind dort wirklich durch alle Bereiche durchgegangen und haben geguckt, wo können wir effizient AI einbringen, also künstliche Intelligenz einbringen, um Routineaufgaben zu optimieren, aber auch vor allen Dingen, um Vorhersagen zu generieren. Und last but not least, globales Unternehmen, wie wir es sind, mit vielen unterschiedlichen Geschäftsbereichen, Teil der Datendemokratisierung, weil natürlich auch alle Daten allen Menschen, die wir haben, die bei uns arbeiten, verfügbar zu machen. Und das geht natürlich nur, wenn man das auf einer Basis macht, die Konformität, Sicherheit und sichere Zugriffe bereitstellt. Nicht zuletzt haben wir viele der Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch tatsächlich in unser eigenes Produktportfolio, was Sie heute auf Azure nutzen können, gemappt. Und unter anderem, ich gebe Ihnen nur ein kleines Beispiel, der Governance-Teil. Wir haben innerhalb unserer eigenen Transformation viele eigene Software entwickelt für uns selber, für unseren eigenen Einsatz, haben dann aber festgestellt, dass viele unserer Kunden, nachdem wir denen unsere Transformationsgeschichte erzählt haben und mit denen halt gerade im Bereich Governance reingegangen sind, festgestellt, dass sie im Endeffekt uns darum gebeten haben, ihnen diesen Code, der war eigentlich nie für den kommerziellen Bereich gedacht, nutzen wollten. So ist quasi viel der Erfahrung, die wir für uns selber aufgebaut haben und Feedback, das wir von unseren Kunden bekommen haben, dann auch in unsere Produktentwicklung geflossen. Und so haben wir jüngst auch unser Produkt Azure Purview gelauncht und steht jetzt auch allen unseren Kunden zur Verfügung. Aber wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Das Gleiche gilt im Endeffekt für unsere komplette End-to-End-Data-Plattform, die wir unseren Kunden und Ihnen damit anbieten und unseren Partnern natürlich. Von umfangreichen Datenbank und Optionen von Open Source bis halt zu SQL, alles verfügbar, von NoSQL über Hadoop. Im Endeffekt wirklich eine ganz umfangreiche Datenplattform, die wir dort haben, weil jeder Use Case bedarf auch einen eigenen anderen Data Store, je nachdem, was dort umgesetzt wird. Cloud-Native-Applikationen, da haben wir natürlich nicht nur Azure Cosmos DB, sondern auch viele andere Lösungen, die wir dort anbieten, auch im Bereich der Entwicklung, weil Data und Apps sind sehr eng miteinander verknüpft. Und natürlich unsere umfangreiche Analytics- und Insights-Plattform und unser Machine Learning-Portfolio und Cognitive Services-Portfolio. All das versuchen wir noch weiter zu treiben, indem wir natürlich auch in der Integration in unser eigenes Portfolio schaffen, über Common Data Models, über Industriedatenmodelle, aber auch über Dataverse, um dort halt diesen Datenglue, diesen Datenklebstoff zu schaffen, damit Sie die bestmöglichste Erfahrung und Integration haben, allein schon, wenn Sie mit uns und unseren anderen Cloud-Angeboten halt arbeiten. Das ist aber noch nicht alles. Was wir auch gelernt haben, ist, dass insbesondere seitdem wir intensiv quasi mit bestimmten Kunden aus bestimmten Industrien zusammenarbeiten und dort auch Partnerschaften aufgebaut haben, haben wir festgestellt, wie relevant und wichtig es ist, auch Industrie-Use Cases als Blueprints für bestimmte Branchen zusammenzubringen, um genau unseren Kunden dort zu helfen, den Time to Value relativ schnell für sich umzusetzen. Weil wir wissen heute natürlich, es ist nicht mehr der große Fisch, der den kleinen frisst, sondern der schnelle Fisch, der dem langsamen davon schwimmt. Deswegen gehen wir dort einen Schritt weiter in der Value Creation, um unseren Kunden dort wirklich vorpaketierte, ich sag jetzt mal, Blueprints mitzugeben,
als Starting Point mit wichtigen Use Cases. Wie gesagt, viel Erfahrung, die dort reingeflossen ist, stammt von unseren Kunden, also von Ihnen, mit Ihnen, die wir dort aufgebaut haben. Als Teil unserer Industrie Cloud Solution, es ist nicht wirklich eine Industrie Cloud in dem Sinne, weil sie ist horizontal. Auch dort haben wir ja jüngst auf der Ignite unsere Microsoft Cloud to Sustainability bekannt gegeben, mit der im Endeffekt gerade Nachhaltigkeitsprozesse und Use Cases quer durch alle Branchen hinweg umgesetzt werden können. Auch dort viel Erfahrung aus eigenen Implementierungen, aber auch viel Erfahrung mit unseren Partnern, die dort reingeflossen sind, um ihnen halt wirklich einen Quick Start zu geben, damit sie schneller mit ihrer Transformation vorankommen. So, jetzt haben wir viel über Technologien und Blueprints gesprochen. Ein nicht unwesentlicher Aspekt auf dem Weg zu einer datengetriebenen Organisation ist die Datenkultur. Und auch dort haben wir selber bei der Microsoft unsere eigene Erfahrung gemacht, die wir gerne mit unseren Kunden teilen, mit unseren Partnern teilen, die teilweise auch in Offerings resultiert sind. Und Daten, wenn wir von Datenkultur reden, dann reden wir tatsächlich auch von Menschen, ja, von Menschen in Unternehmen. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist nochmal zu erwähnen, dass wir eigentlich unsere Cloud-Reise doch schon im Jahre 2010 begonnen haben, als Steve Ballmer, der ehemalige Microsoft-CEO, damals die Entscheidung traf, for the cloud, we are all in. Aber das ist erstmal nur eine Strategie. Und in dem Zusammenhang habe ich hier ein Zitat gewählt, wonach Peter Ducker richtigerweise gesagt hat, hey, eine Strategie, die nicht gelebt wird, und wenn sie nicht gelebt wird, dann ist es halt wahrscheinlich in der Unternehmenskultur begründet. Und genau, also Culture Eats Strategy for Breakfast kommt da tatsächlich in den Kopf, wenn ich darüber nachdenke, was das eigentlich heißt, eine Datenkultur umzusetzen. Das fängt tatsächlich auch mit der Unternehmenskultur an für sich an. Denn wie gesagt, eine Unternehmenskultur wird durch die Menschen definiert, die es antreibt, vornehmlich. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, dass so eine Unternehmenskultur, auch von den Leadern in dem Unternehmen vorgelegt wird. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne mit Ihnen so eine kleine Zeitreise machen. Und zwar als dann Satya Nadella die Unternehmensführung übernommen hat, war ganz klar, dass er gesagt hat, hey, es muss hier vorgelebt werden. Ich bin hier an der vordersten Front und erwarte das tatsächlich von allen Leadern in dem Unternehmen und hat das nochmal unterstrichen, indem er damals im Jahre 2014 gesagt hat, hey, Datenkultur und Datengetriebenheit ist im Endeffekt die Maß die, der, 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 die, der, die Basis allen unseren Handels. Und von hier aus konnte eigentlich keiner mehr in der Organisation arbeiten, ohne Daten zu nutzen und Entscheidungen darauf zu stützen. Der nächste Schritt war damals tatsächlich dann auch KI oder AI und andere disruptive Technologien in allen Bereichen einzuführen. Und von da aus gab es dann noch einen weiteren Schub in unserem Wandel oder in unserer Reise. Und das war im Endeffekt wirklich alle Mitarbeiter, egal wer, in welcher Rolle diese Mitarbeiter sind, an Tech Intensity heranzuführen. Und nicht nur heranzufordern, sondern auch von ihnen zu fordern, sich im Endeffekt technisch weiterzuentwickeln und Fähigkeiten anzueignen. Ja? Und da kann ich auch nur von mir auch sprechen. Ich habe auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und habe dann tatsächlich die Herausforderung angenommen und kann heute tatsächlich mit ihm teilen. Ich bin mittlerweile ein zertifizierter Data Engineer und ein AI Associate. Also jeder in dem Unternehmen
wurde dazu animiert, herangeführt durch Skillingpläne, durch Zielvorgaben tatsächlich, die in Skilling verankert waren, durch eine Kultur, die wir auch etabliert haben, die darin verankert ist, zu sagen, hey, wir learn it all. Ja, wir sind learn it all und sind nicht mehr know it all. Und tatsächlich, das sind so die kulturellen Aspekte, die wir umgesetzt haben. Und viele unserer Kunden tatsächlich heute auch da draußen, mit denen wir sprechen, gehen einen ähnlichen Weg im Moment. Und gerade halt auch dieses Tech Intensity ist extrem wichtig, weil wir wissen halt, es gibt einen Fachkräftemangel. Wir wissen auch von den Analysten und aber auch tatsächlich von einer Realität, die wir alle vielleicht mitkriegen, dass seit April diesen Jahres the Great Resignation passiert. Also viele Fachkräfte auch wirklich ihren Job wechseln, die Unternehmen wechseln. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, halt Talente dort mit auf die Reise zu nehmen und auch vielleicht dahin zu schubsen, sich halt aus ihrer Komfortzone hervorzuheben und den Weg eines Reskillings mitzutragen. Die gleiche Studie, von der ich eben gesprochen habe, hat auch diesen Bereich nochmal analysiert. Und da ist es natürlich auch ja, nicht von der Hand zu weisen, laut dieser Studie, dass viele der Unternehmen, die auch eine Datenkultur aufgesetzt haben, hier auch viermal mehr Umsatzwachstum und natürlich auch wieder verankert in Kundenzufriedenheit erzielen. Ja. Gerade bei uns ist Kundenzufriedenheit extrem wichtig, weil im Cloud-Zeitalter wissen auch wir, und das ist tatsächlich auch eine kulturelle Verankerung, die wir im Denken und Fühlen aller Mitarbeiter implementiert haben, dass im Endeffekt unser Erfolg vom Erfolg bei unseren Kunden abhängt. Ja, weil die Cloud hängt nur davon, wenn sie erfolgreich sind und sie zufrieden sind, dann werden sie die auch nutzen. So. Nun sehen wir uns nochmal zwei kleine Beispiele an, auch wieder aus unterschiedlichen Branchen, die den Weg zu einer datengetriebenen Kultur und Transformation geebnet haben. Da fange ich jetzt mal an. Mit der Nordex, die auch ja, im Endeffekt aus einer Branche kommt, die erheblich nicht nur durch die Covid-Pandemie geprägt ist, aber auch viele andere äußere Faktoren dort halt das Handeln und das Umdenken vorantreiben. Denn vor allen Dingen halt die Unternehmen, die halt erneuerbare Energien produzieren, stehen halt stetig halt im Wandel. Und der politische, aber auch der soziale Druck steigt. Und so auch die Nachfrage entsprechend nach nachhaltigem Strom. Und der Markttrends sagen halt auch, dass mehr als 20 Prozent Wachstum, was im Endeffekt Energieverbrauch bis 2024 geben wird. Umso wichtiger ist es halt, dass eine Datenkultur in Kombination mit einer soliden Datenplattform aufgebaut wird, um möglichst vorausschauende Signale frühzeitig zu deuten. Aber was Nordex als Hersteller von Windkraftanlagen auch gemacht hat, ist natürlich hingegangen und hat dann seine eigenen Mitarbeiter einer intensiven Ausbildungsinitiative seine eigenen Mitarbeiter einer Ausbildungsinitiative durchlaufen lassen, um Know-how rund um Hybrid Cloud, Data und AI aufzubauen, damit die selber interne Projekte aufsetzen können, neben der Data Cloud Plattform, die sie aufgebaut haben, gerade um hybride Infrastrukturen und Datenlandschaften zusammenzubringen und sicherzustellen, dass im Endeffekt Windkraftanlagen auch dann weiter funktionieren, wenn es mal einen Ausfall gibt. Der zweite Kunde, den ich hier vorstellen möchte, ist die Munich Re, die natürlich maßgeblich ihr Geschäft mit Risiko- und Leistungsprüfungen in der Lebensversicherung macht. Ja, das ist das Ziel und das Geschäft als Rückversicherer.
Und auch hier ist die Mimikry hingegangen und hat im Endeffekt nicht nur ihre Prozesse und ihre Angebote halt optimiert, weil klar, in der Versicherungsbranche viel wichtiger als nur permanent verfügbar zu sein, sind natürlich auch die Geschwindigkeit, im Katastrophenfall agieren zu können. Und auch hier war der Versicherer, also sprich die Mimikry, damit beschäftigt, nicht nur ihre Kernsysteme zu modernisieren und Schaden- und Underwriting-Prozesse neu zu gestalten, sondern auch Risikomodellierungen zu verbessern und ihre Value Chain in alle Bereiche zu erweitern, um möglichst frühzeitig auch Signale für ihr Kerngeschäft zu bekommen. Und auch hier wurde nicht nur Prozessoptimierungen, bessere Services für die Kunden aufgesetzt, aber auch gerade das Thema Talente, ja, datennahe Talente ins Unternehmen gebracht, aber auch bestehende Talente durch Skilling-Maßnahmen für die neue Zukunft aufgebaut. Zum Abschluss möchte ich dann nochmal ein Zitat von Julie Sweet von der Firma, von Partner Accenture, mit Ihnen teilen, die dann gesagt hat, Cloud is the Enabler, braucht man für die Skalierung, für die Speicherung, für die Flexibilität, für die Innovationskraft. Data is the Driver and AI is the Differentiator, zitieren. Und in diesem Zusammenhang haben wir eben ganz viel über Produkte, Services, Prozesse und Branchen und Industrien gehört. Da es aber auf dieser Welt insbesondere auch um Menschen geht, möchte ich gerne mit Ihnen hier ein Video vom AI for Health Programm der Microsoft teilen. Und im Kern zeigt das folgende Video, welchen Einfluss Daten auf den Menschen haben kann, welchen Beitrag AI für das Wohlbefinden der Menschen und zusätzlich für den Fortschritt der medizinischen Forschung bringen kann. Daher viel Spaß beim Anschauen und im Anschluss stehe ich Ihnen dann noch für Fragen zur Verfügung. Is the symbiotic relationship between the human and machine that brings the magic of AI to medicine in a meaningful way. Now we have the tools to make a huge difference to human life. Cancer research is increasingly powered by data. Those data remain siloed across institutions. We're creating a data ecosystem that allows people to share data and making sure that we're doing that in a way that still maintains the privacy of the patients. With the power of AI, we can go after the unknown. And I can guarantee that we'll find something that nobody expected. Sudden infant death syndrome scares every mother and father, and it is a problem. We have to change. The collaboration with Microsoft, AI for Health, will help to start this next step of our discovery. Our data show very convincingly clear correlation between smoking and SIDS, and just changing behavior can save children's lives. You cannot measure the benefit of that. It's a sad day when the patient comes in and I can't impact them. Through AI for Health, we will be building an AI solution that can autonomously diagnose diabetic retinopathy. With the portable camera, I can take healthcare to the patients who would not be able to come to us. I want you to look right here. Going forward, we can address the 500 million patients that are out there and disrupt this disease. AI for Health and Iris together can have that impact. Today, there are 200,000 leprosy patients diagnosed every year. If you catch it in the stage of a skin lesion, you can cure the person. We are teaching an AI algorithm to recognize leprosy in an image of a skin lesion. With AI, we can help patients help themselves to get to the right experts at the right time. If you can help a child to not lose their fingers, that means everything. Innovation comes from bringing different perspectives together. And what an amazing partnership this is for all of us. When you see that you can make a big impact on somebody's life, that's the greatest thing ever. We can help eliminate the oldest disease known to man and make history. That's how we want to contribute to the world. Vielen Dank.
Ja, Najat, vielen Dank für die Einblicke. Sehr, sehr beeindruckend. Für mich nicht nur erquickend, sondern auch letztendlich zu Ende gedacht, nachhaltig zu hören, dass Microsoft nicht nur Microsoft-Technologie einsetzt, um data-driven zu werden, sondern gar auch Technologie entwickelt, die dann wieder in die Produkte einfließen. Also sehr, sehr beeindruckend. Für bemerkenswert achte ich auch definitiv den Punkt Data Culture und den skizzierten Einsatz, wie ihr die Kolleginnen und Kollegen motiviert habt, sich mit Technologie kontinuierlich auseinanderzusetzen. Wir hören ja häufig den Vorbehalt in der Diskussion mit Kunden, naja, wenn das ein junge Unternehmen sind mit Durchschnittsalter irgendwo bei 30 oder sowas, ist das ja ein easy going. Aber wir haben vielleicht ein Durchschnittsalter von 40 oder 45. Wie schafft man das da, die Menschen mitzunehmen auf diese Reise? Hast du da Ideen und Ansätze, die du noch teilen möchtest dazu? Ja, natürlich. Erstmal vorab, ich bin U40. Also auch mich hat man mitgenommen. Das ist tatsächlich eine Frage der, wie soll ich sagen, der Flexibilität der Mitarbeiter auch. Ne? Also im Endeffekt auch da nochmal dieses We learn it all Culture. Also auch wenn ich heute im Endeffekt einstelle, dann stelle ich eigentlich nicht unbedingt für das Heute und Jetzt ein, sondern auch tatsächlich ausgerichtet auf die Zukunft. Und das ist tatsächlich nochmal da die Relevanz, den Leuten mitgeben, wie wichtig das ist, ja? Dass man tatsächlich sich kontinuierlich weiter neu erfinden muss und es erstmal probieren muss. Ja? Also es ist teilweise, haben wir dort unterschiedlichste Ansätze probiert mit erstmal the why, ja? Warum machen wir das, warum ist das wichtig? Ich glaube, das verstehen viele Mitarbeiter auch vielleicht nicht direkt, weil sie meinen, hey, ich habe wunderbar einen Beitrag geleistet im Unternehmen, zumindest mal die letzten 10, 15, vielleicht auch 5 Jahre. Warum muss ich das jetzt angehen? Da glaube ich, ist es ganz wichtig und das hängt dann auch tatsächlich von allen Leadern ab, auch im Endeffekt den demografischen Wandel zu thematisieren, den es gibt, der ja auch Realität ist. Aber auch den Bedarf im Endeffekt darstellt, gerade wenn die Maschine mehr Intelligenz hat und immer intelligenter wird, dass im Endeffekt auch, ich sage jetzt mal, so Routineaufgaben dort nicht mehr das Maß aller Dinge sind, sondern da geht es darum, halt wirklich sich kontinuierlich neu zu erfinden, Innovationskraft zu zeigen und wir nennen es halt Growth Mindset zu zeigen. Und wir haben für uns jetzt bei der Microsoft unsere Zielvorgaben darauf ausgerichtet, wirklich. Also es gibt wirkliche Ziele auf Learning, auf Skilling. Wir haben Skilling-Tage aufgesetzt. Wir haben im Endeffekt dort Communities, Learning-Communities aufgesetzt und der Mitarbeiter wird auch dafür belohnt, dass er lernt. Ja? Lernen passiert aber tatsächlich nur dann, wenn man es auch anwendet. Das heißt, auch da muss man dann einen Schritt weitergehen und gucken, wie kriegt man die Leute dazu, es dann auch zu nutzen. Ja? Und da war auch für uns halt ein wichtiger Weg, dort auch dahin, im Endeffekt Technologien bereitzustellen, die diese Demokratisierung halt auch ermöglichen. Und aber auch wirklich jeden daran immer wieder zu erinnern, diese auch zu nutzen. Ja? Ich höre dich leider nicht jetzt. Ja. So, jetzt, das ist ja der Punkt Data Culture und die Fähigkeiten, kontinuierlich zu entwickeln, sich neue Innovationen zu adaptieren und mit neuen Technologien umzugehen. Habt ihr besondere Erfahrungen damit gemacht? In der Vergangenheit hat man ja vielfach die Daten ja in einzelnen Silos ja verwendet und dann auch geschützt. Ist das auch komplett passé bei Microsoft heute? Ja, tatsächlich. Ist tatsächlich passé. Wir haben bei Microsoft erstmal damit begonnen, wirklich diese Silos aufzubrechen. Und da geht es nicht nur um Datensilos, sondern da geht es auch um, ich sage jetzt mal, wirklich Silos in der Kollaboration und der Zusammenarbeit. Ja. Auch dort haben wir tatsächlich in den Zielvorgaben unserer Mitarbeiter, ich sage immer, Open Source verankert. Was heißt das? Open Source lebt ja davon, Contribution zu machen und aber auch
wiederum halt Dinge, die andere aufgesetzt haben, zu konsumieren und zu nutzen. Und dieser Open-Source-Gedanke, den haben wir tatsächlich auch in unseren Zielvorgaben aufgenommen, indem wir zum einen, klar, natürlich die Zielvorgaben dahingehend ausgerichtet haben, Outcome und Business Results zu generieren, aber auch ganz wichtig zwei weitere Aspekte, die wir dort mit aufgenommen haben. Das eine ist, wie viel trage ich bei zum Erfolg anderer? Das heißt wirklich Open Source, also Contributing. Und der dritte Bereich ist dann im Endeffekt, was habe ich von anderen genommen und für mich aufgesetzt und optimiert? Ja, also Impact on Others und Impact from Others on Me. Also das sind, da gibt es wie gesagt auch kulturell das aufzubrechen und dann daraus resultieren tatsächlich auch die Datensilos aufzubrechen. Und da haben wir im Endeffekt ein KPI Lake aufgesetzt. Das ist die Single Point of Truth. Dort fließen alle Daten zusammen. Wir haben Standard-Reports aufgesetzt. Per Knopfdruck kann jeder, und ich kann auch jede andere Rolle einnehmen und kann dann quasi aus der Perspektive dann sehen, wo wir stehen mit dem Business, ob ich jetzt in einer technischen Rolle bin oder in einer Leadership-Rolle oder in einer Sales-Rolle bin. Aber haben auch diesen KPI-Link offen gemacht, dass jeder, der im Endeffekt Daten nutzen will, um eigene Reports zu generieren, die halt auch im Zugriff hat. Ja? Natürlich über eine Data Governance Struktur und Data Klassifizierungsstruktur, die wir natürlich dort mit aufgesetzt haben. Ja? Also das heißt auch die Kooperationen untereinander nochmal in den Vordergrund gestellt und diesen Benefit, den gegenseitigen Benefit, der daraus generieren kann. Und was auch beeindruckend ist, der Wachstum der Datenmengen, die du beschrieben hast. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir dann, dass die Datenmenge in den Unternehmen deutlich schneller wächst als die in dem Consumer, also beim Endanwender und bei den Konsumenten, auf 80% des Datenvolumens in Firmen dann irgendwann mal verarbeitet wird und organisiert wird. Der Wert der Daten, der wird ja in vielen Studien ja auch belegt und wir einzelne Unternehmen machen ja die Erfahrungen damit auch. Gibt es noch etwas, was du den Unternehmen mitgeben kannst? Was ist denn Bedarf bei denen, um mit diesen Datenmengen und dem Potenzial der Daten besser umzugehen und sich auf diese Reise zu machen und diese Reise zu machen? Was denn der nächste Schritt sein sollte? Also erstmal, jeder Tag zählt. Ja, mit jedem Tag wird es komplexer. Das ist erstmal die, ich würde sagen, Go-To, ja? Also Go-Do oder Go-To, was man da tatsächlich machen sollte. Also jeder Tag zählt. Ähnlich so wie ich es eben beschrieben habe, auch mit diesen Säulen, die wir dort angegangen sind, wichtig ist tatsächlich auch mal eine Analyse zu machen, ein Assessment zu machen. Auch da sind wir als Microsoft behilfreich. Da haben wir Assessment-Tools, ein Assessment-Programm, Assessment-Partner, die im Endeffekt erstmal den Bestand aufnehmen, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich, was habe ich denn überhaupt eigentlich, um da auch nochmal zu evaluieren, brauche ich das, kann ich das einfach, ich sage jetzt mal, ad acta legen, welche Komponenten davon muss ich modernisieren, kann ich modernisieren. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, dass man das angeht und zwar so schnell wie möglich, darauf basierend natürlich dann auch schon von vornherein gleichzeitig daran arbeitet, welche Use Cases habe ich. Und da rede ich tatsächlich von Use Cases, die einmal sowohl, ich sage jetzt mal, Kunden, Partner, Ökosysteme betreffen, also sprich industrierelevante Use Cases, aber auch Use Cases innerhalb des eigenen Unternehmens, um dort auch die Demokratisierung voranzubringen, sich wirklich jede einzelne Line of Business anzugucken. Finance, Marketing, HR, auch dort haben wir Blueprints, auch aus unserer eigenen Transformation, wo wir auch gerne, ich sage jetzt mal auch wirklich unseren CFO oder unseren Marketing Director halt auch mit den Marketing Direktoren oder den CFOs oder HR Verantwortlichen bei unseren Kunden halt sprechen lassen und einfach mal zeigen, wie wir es machen, was wir dort nutzen. Und da haben wir auch Blueprints, vorgefertigte, ich sage jetzt mal Acceleratoren für Modern Finance, für Modern Marketing, für Modern HR, die man auch angehen kann. Also wirklich beides muss man angehen. Man kann nicht nur in Richtung externe
im Endeffekt die Modernisierung und die Digitalisierung vornehmen, sondern muss es auch nach intern gerichtet. Und dann wird dann eine Symbiose draus. Ja, und dann werden wir auch wieder bei einem unserer heute Vorträgen vom Vormittag, Daten auch als Produkte sehen zu können, mit der Vermarktung, mit allem, mit dem gesamten Lifecycle eines Produktes auch heraus. Najat, vielen Dank nochmal für die Einblicke. Ich habe verstanden, du kommst auch nochmal in die Plattform rein, wenn die eine oder andere Frage noch da aufkommen sollte. Du wärst erreichbar. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Session um 14.15 Uhr dann wieder treffen würden und wir vom Stefan Aben und von Sven Thies einen Einblick gewähren können, wie Beiersdorf denn mit Form eines Machine Learning Plattform in der Cloud die Data Science und Data Science Anforderungen professionalisiert hat und eine deutliche Effizienz hervorgehoben hat. Also, dann wünsche ich Ihnen, atmen Sie gut durch und ich freue mich, um 14.15 Uhr Sie dann hier wieder begrüßen zu können. Vielen Dank nochmal. Danke.